hat jeder zu Hause. Und ein ja, Gummizug. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen verwenden, aber ich benutze einen Gummizug, weil es hat einen ganz bestimmten Vorteil, das passt sich perfekt der Länge der Beine an. Und wie gesagt, ihr könnt auch was anderes benutzen. Ich verlinke das auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Genauso wie ein Bobbycar und ein Hoverboard. So, also, nehmt den Gummizug, bindet das ein paar Mal um das Hoverboard. Am besten schön eng, so ungefähr. Dann nehmt die Enden des Gummiseils und macht es schön an den Bobbycar fest. So sieht das aus, das Ganze. Es fehlt ein bisschen, genau richtig. Und dann können wir auch schon fast loslegen. Ihr könnt natürlich entsprechend eurer Beine, könnt ihr diese Länge auch kleiner machen. Das heißt, ihr könnt das einfach noch einmal drumherum ziehen und dann festmachen. Dann ist es ganz nah. Dann habt ihr noch mehr Spannkraft da drin. Das müsst ihr selber entscheiden, wie es euch am besten gefällt und ja, zu euren Beinen passt. Kommt immer darauf an, wie groß ihr seid. So, so sieht das Ganze aus. So, dann können wir direkt loslegen. Einmal draufsetzen, Hoverboard einschalten und ich würde sagen, wir starten jetzt mal ein Rennen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this is crazy, mother. So Leute, das war mein Hoverboard-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Ideen habt, was ich mit einem Hoverboard alles so anstellen kann, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich greife das dann für das nächste Video auf. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst den Däumchen nach oben da, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Auf dieser Seite findet ihr weitere Hoverboard-Trick-Videos. Und auf der anderen Seite kommt ihr zu Reparaturen von Hoverboards. Links und rechts sind alle Social Media, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!